Hallo an alle, hier schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Die Flotte der israelischen Marine besteht aus einer Vielzahl von Schiffen, darunter U-Boote, Raketenboote, Korvetten oder Patrouillenboote. Das Rückgrat der Flotte bilden die U-Boote der Dolphin-Klasse, die mit fortschrittlichen Waffensystemen ausgestattet sind und über längere Zeit in großen Tiefen operieren können. Die vor kurzem im Dienst gestellten Korvetten der SAR-6-Klasse sind mit den neuesten Raketenabwehrsystemen ausgerüstet und bieten verbesserte Möglichkeiten zum Schutz der israelischen Offshore-Erdgasfelder. Die israelische Marine betreibt auch eine Flotte von Raketen- und Patrouillenbooten, die zur Küstenverteidigung, zur Bekämpfung des Schmuggels und zur Aufrechterhaltung der Sicherheit in den israelischen Hoheitsgewässern eingesetzt werden. Insgesamt ist die israelische Marine ein wichtiger Bestandteil der militärischen Fähigkeiten Israels und spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit des Landes. Heute werden wir euch die 8 besten Schiffe und U-Boote der israelischen Marine vorstellen. Schaldag MK2. Die schnellen Patrouillenboote der Schaldag-Klasse werden von Israel Shipyards Limited gebaut, um die anspruchsvollen Sicherheitsanforderungen von Marinen in aller Welt zu erfüllen. Die Schaldag-Klasse kann eine Reihe von Missionen unterstützen, zum Beispiel Seepatrouille, Abfang von terroristischen Aktivitäten, Drogenhandel, Verhinderung illegaler Einwanderung und Such- und Rettungsaktion. Die Schaldag MK2 ist ein kampferprobtes Mehrzweckschiff. Dank seiner speziellen Voll-Aluminium-Konstruktion und einer Höchstgeschwindigkeit von über 45 Knoten, 83 km die Stunde, ist es eines der schnellsten FPCs im Marinebereich und unterstützt Seestreitkräfte, Küstenwachen und Strafverfolgungsbehörden bei Einsätzen, die eine hohe Abfanggeschwindigkeit erfordern. Super Dvora MK3. Das Patrouillenboot der Super Dvora Mark III-Klasse ist die neueste Generation der Dvora-Familie schneller Patrouillenboote oder schneller Angriffsboote. Diese 2004 von IAI hergestellten Boote können dank ihrer hochmodernen Schubvektorsteuerung mit Gelenkantrieben in Küstengewässern bis zu 93 km schnell fahren und sind mit verschiedenen Waffen ausgestattet, darunter automatische Granatwerfer, AGM-114 Hellfire-Raketen, Spike-and-Loss-Raketen, 30mm Kanonen und elektrooptische Langstreckensysteme einschließlich Elbit-L-OP-Sensoren und Zielsysteme. Die Verdrängung des Schiffes schwankt je nach Einsatzpaket zwischen 72 und 58 Tonnen. Diese Schiffe sind schnell und wendig und darauf ausgelegt, hohe Betriebstempi zu erreichen und zu halten. Die Rumpfgeometrie sorgt für konstante Wasserführung bei allen Geschwindigkeiten und ein trockenes Deck bei Hochgeschwindigkeitsfahrten und Tracking Down. Delfin-Klasse. Die Küsten-U-Boote der Dolphin-Klasse ersetzen die bisherige Gal-Klasse, die bei der israelischen Marine im Einsatz war. Bei der Gal-Klasse handelt es sich im Wesentlichen um einen deutschen Typ 206, der seit Ende der 70er Jahre im Einsatz war und 1999 bis 2000 außer Dienst gestellt wurde. Im Jahr 1988 beschloss die israelische Marine, 2 Boote der Dolphin-Klasse von IKL zu kaufen. Die Boote ähneln der Klasse Typ 209, mit Ausnahme von internen Änderungen, die den Einbau eines Nass- und Trockenraums ermöglichen, damit Schwimmer und Wasser das Boot verlassen und wieder betreten können. Wahrscheinlich sind die Boote auch mit dem Triton-Anti-Hubschrauber-SAM-System ausgestattet. Die Hauptbewaffnung gegen Schiffe und U-Boote ist der drahtgelenkte STN Atlas DM2A4 Seehecht-Torpedo. Eine Alternative zu den 16 Torpedos sind Minen, die in Rohren verlegt werden können. Als weitere Waffen können bis zu 5 Unterwasser-Anti-Schiffsraketen vom Typ OGM-84C Subharpoon oder Marschflugkörper israelischer Bauart mit konventionellen oder nuklearen Sprengköpfen eingesetzt werden. Protector USV. Das USV, Protector, ist ein unbemanntes integriertes Seekampfsystem, das von der israelischen Firma Rafael Advanced Defense Systems entwickelt und hergestellt wird. Es handelt sich um ein hochgradig unabhängiges, ferngesteuertes Fahrzeug. Das USV ist in der Lage, mehrere missionskritische Operationen auszuführen, ohne seine Identität gegenüber feindlichen Quellen preiszugeben. Das USV Protector spielt eine herausragende Rolle bei der Minimierung des Sicherheitsrisikos für die Seeleute und die Streitkräfte, indem es verhindert, dass diese direkt mit den potenziell einsatzkritischen Operationen in Berührung kommen. Der Protector ist mit einer ferngesteuerten integrierten Mini-Typhoon-Waffenstation ausgestattet.
Die hochstabilisierte und präzise Waffenstation kann mit verschiedenen Kleinkaliberwaffen bestückt werden. Die hohe Präzision und Feuerleitfähigkeit des Mini-Typhoon bietet dem Bediener eine hohe Treffer- und Tötungswahrscheinlichkeit. Der Mini-Typhoon an Bord des USV Protector kann mit einem 12,7 mm Browning Maschinengewehr, einem 7,62 mm Allzweckmaschinengewehr, einer Gau 17 Gatling Kanone und einem 40 mm Granatwerfer bewaffnet werden. Die 9-Meter-Version des Protector USV ist mit einem einzigen Dieselmotor und einem Wasserstrahlantrieb ausgestattet. Die neue 11-Meter-Variante des USV ist mit zwei Caterpillar C7 Dieselmotoren ausgestattet, die für größere Ausdauer und höhere Geschwindigkeit sorgen. Die Doppelmotoren vermeiden Ausfälle bei der Navigation und den Segelfunktionen. OPV 62 Meter. Basierend auf dem kampferprobten SAR 4.5 Design der israelischen Marine ist das OPV 62 Meter Offshore Patrol Vessel noch vielseitiger und einsatzbereiter und verfügt über eine umfangreiche Nutzlastkapazität mit stabilisierten Waffen, Mittelstreckenraketen, ESM und Suchradar. Die Patrouillenboote sind einfach konstruiert, aber mit modernen Sensoren, Systemen und Waffen ausgestattet. Die Bewaffnung der Schiffe ermöglicht die Bekämpfung von Bedrohungen und Zielen zu Wasser, in der Luft und an Land. Und das Gegenmaßnahmensystem kann sie vor Antischiffsraketen und Torpedos schützen. Die Schiffe können kleine Boote zum Entern und für Such- und Rettungsaktionen einsetzen. Die Schiffe verfügen über ein Flugdeck für einen Airbus EC-135 Hubschrauber, der das Schiff bei seinen Missionen unterstützen kann. Das von Israel Shipyards gebaute Schiff hat eine Länge von 62 Metern, verdrängt etwa 500 Tonnen und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 59 Stundenkilometern. Schaldag MKV. Im Laufe der Jahre hat die israelische Marine eine Vielzahl von Schiffen von Israel Shipyards für ständige Sicherheitsmissionen eingesetzt, darunter die Schaldag MK3 und die schnellen Angriffsraketenschiffe SAR-4 und SAR-4.5 zum Schutz der Seegrenzen des Staates Israel. Vor kurzem wurde beschlossen, die Marine mit fortschrittlichen Schiffen auszustatten, die eine Verbesserung der Fähigkeit der Streitkräfte für ihre routinemäßigen Sicherheitsaufgaben ermöglichen. Zu diesem Zweck wurde der Schaldag MK5 an die Konfigurationsanforderungen der Marine angepasst. Das größte Mitglied der Schaldag-Klasse, der Schaldag MK5, ist ein kampferprobtes, leichtes und schnelles Vollaluminiumschiff, das von leistungsstarken Wasserstrahltriebwerken angetrieben wird, eine hohe Nutzlast hat und eine außergewöhnliche Manövrierfähigkeit und Seetüchtigkeit aufweist. Mit seinem hohen Verhältnis von Feuerkraft zu Verdrängung wurde er für Sicherheitsmissionen der Marine entwickelt und ist anerkanntermaßen führend beim Schutz von ausschließlichen Wirtschaftszonen und Küstengewässern. Das Schiff hat eine Geschwindigkeit von über 74 Stundenkilometer, einen Drehdurchmesser von 150 Metern und einen geringen Tiefgang, der den Einsatz in flachen Gewässern ermöglicht. Der einfach zu bedienende und zu wartende Schaldag MKV ist mit fortschrittlichen leichten Waffensystemen, Navigationssystemen und Kampfführungssystemen ausgestattet. SAR 6. 2015 bestellte Israel insgesamt 4 Korvetten der SAR 6-Klasse in Deutschland. Obwohl die Korvetten der SAR 6-Klasse fast immer mit Israel in Verbindung gebracht werden, wurden sie in Deutschland gebaut und basieren auf dem Entwurf der Braunschweig-Klasse. Derzeit sind dies die größten und am stärksten bewaffneten Kriegsschiffe, die bei den israelischen Verteidigungsstreitkräften im Einsatz sind. Die Korvetten der SAR 6-Klasse sind mit einem einzigen Oto Melara 76 mm Marinegeschütz bewaffnet. Dieses Mehrzweckgeschütz kann über Wasserziele, Kriegsschiffe, Luftziele und sogar ankommende Raketen bekämpfen. Außerdem gibt es 2 ferngesteuerte Typhoon-Waffenstationen, die mit 25 mm Kanonen bewaffnet sind. Die primäre Schiffsabwehrbewaffnung besteht aus Gabriel MK5 Schiffsabwehrraketen. Jede Korvette der SAR 6-Klasse hat 16 dieser Raketen an Bord. Es gibt ein 32-Zellen-Vertikal-Startsystem für Barak 8 Luftabwehrraketen. Es handelt sich um Mittel- und Langstrecken-Luftabwehrraketen, die Luftbedrohungen mit einer Reichweite von über 70 km bekämpfen können. Außerdem gibt es ein 20-Zellen-Raketenabwehrsystem Sea-Dome. Es handelt sich um eine Marineversion der Eisernen Kuppel. Dieses System wurde entwickelt, um Kriegsschiffe gegen Antischiffsraketen und Sättigungsangriffe zu schützen. Es verwendet Tamir-Abfangraketen. Zur U-Boot-Abwehr stehen 2 324 mm Torpedowerfer zur Verfügung. Dakar-Klasse.
Die U-Boote der Dakar-Klasse sind dieselelektrische Angriffs-U-Boote mit AIP-Fähigkeit, die von der israelischen Marine beim deutschen Marinekonzern ThyssenKrupp Marine Systems bestellt wurden. Die Dakar-Klasse verfügt über ein neues Design im Vergleich zu den U-Booten der Dolphin-Klasse, die derzeit in der israelischen Marine im Einsatz sind. Sie wurde speziell auf die betrieblichen Anforderungen der israelischen Marine zugeschnitten. Die Klasse wurde zu Ehren von INS Dakar benannt, einem israelischen U-Boot, das 1968 unter mysteriösen Umständen sank. Im Januar 2022 bestellte das israelische Verteidigungsministerium 3 U-Boote als Ersatz für die erste Serie von U-Booten der Dolphin-Klasse der israelischen Marine. Die ersten der neuen U-Boote sollen innerhalb von 9 Jahren in Dienst gestellt werden. Die Dakar-Klasse wird eine völlig neue Konstruktion sein, die speziell für die Anforderungen der israelischen Marine entwickelt wurde. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welches der Schiffe und U-Boote euch am besten gefallen hat. Klickt außerdem auf den Gefällt mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos mehr verpasst.